Ja, also die haben super gespielt, die waren läuferisch sehr stark, die konnten auch was an der Scheibe und ja, wir haben die nicht unterschätzt. Wir wussten, dass die Eishockey spielen können, die Jungs, und wir haben uns gesagt, es ist egal, gegen wen wir das spielen. Wir geben unser Bestes und spielen unser Spiel, und natürlich war es ein anderes Spiel wie zum Beispiel gegen Mannheim, aber ja, wir konnten zum Glück wieder als Sieger vom Eis gehen, und das ist das, was zählt am Ende. Ja, super hammer Gefühl, ne? Besonders jetzt zum ersten Mal nach so einer langen Zeit wieder vor Zuschauern zu spielen. Es hat uns auf jeden Fall nochmal so einen extra Push gegeben, und dann vor unseren eigenen Zuschauern noch. Es war auf jeden Fall ein mega Gefühl, und ja, man merkt, dass der Zusammenhalt da draußen echt hammer ist, und wir sind wirklich jetzt schon sehr zusammengewachsen, was man auch draußen sieht, dass wir füreinander da sind, und ja, jetzt müssen wir einfach nur so weitermachen. Also ich muss sagen, ich will mich jetzt nicht zu früh freuen. Die Saison hat noch nicht angefangen, es ist jetzt nochmal Preseason. Aber ja, ich muss sagen, ich fühle mich momentan sehr gut. Habe diesen Sommer tatsächlich ein bisschen mehr mich entspannt. Tatsächlich einfach, dass ich ein bisschen den Muskeltonus rausbekomme. Letztes Jahr war das alles ein bisschen so eine schwierige Saison. Mit den Verletzungen immer hohe Muskelspannung, immer Muskelverletzungen gehabt. Deswegen habe ich einen großen Fokus drauf gesetzt, dass ich einfach ja, mich mental ein bisschen entspanne. Und ja, ich fühle mich momentan sehr gut. Ich finde bis jetzt die Vorbereitung sehr, sehr gut. Die Jungs, wie man sehen kann, sind echt eine geile Truppe, muss man sagen. Es macht richtig Spaß mit den Jungs hier. Alle sind sehr, sehr positiv, alle unterstützen sich gegenseitig. Der Uwe hat einen großen Fokus drauf gesetzt, dass das Kollektiv passt, und da muss ich ihm ein großes Lob aussprechen. Ich finde, dass wir eine richtig coole Mannschaft haben, und es macht so bis jetzt richtig Spaß mit ihm. Ja, also uns Spielern ist echt tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen. Das war letztes Jahr sehr, sehr deprimierend, muss man sagen. Hat gar keinen Spaß gemacht, letztes Jahr zu spielen. Um ehrlich zu sein, hatten die Spieler auch keinen Bock, vor null Zuschauern zu spielen. Klar, es war immer noch ein Fernsehspiel, aber das war einfach ungesund, einfach mental ungesund. Und wir sind froh, dass wir jetzt erstmal ein positives Go bekommen haben, dass wir jetzt Zuschauer reinlassen können. Wir wissen, wir haben die größte Arena in Deutschland, ne? Und 9000 Zuschauer, es wird immer noch, glaube ich, nicht so laut, wie man sich das natürlich vorstellt, aber ich sag's euch allen, wie es ist, dass wir einfach mal wieder Fans sehen, dass sie unsere Trikots tragen, dass sie den Haier auf der Brust tragen. Das macht einfach viel mehr Spaß so, und wir sind unheimlich dankbar momentan, dass, wie gesagt, jetzt ein paar Fans hier rein können. Hoffentlich verbessert sich die Lage, und wir können irgendwann mal die Halle wieder ausverkaufen.